don't you step foot in this yard. Why, it's half my house. Now, I'ma call the police. For what? Disloyalty, boy. Disloyalty? What is you talking about? Don't act like you don't know what it is, homebolio. You ain't been to the set, ain't came to none of the meetings. Hanging out with old men, ignoring your homies, acting all superior? Your mama would turn over in her grave, boy. Mm-hmm. So you giving me a lecture about not being a good enough gangbanger? Gangs is positive. That's all we got, my nigga. That's our heritage. Ain't nothing positive about your crazy ass. Man, where Tanisha at? She got more sense than to hang out with your sorry ass. You know you always been like this, boy. I say left, you say right. I say become a doctor. You say become a patient. I say, who is that? Hello, Missy. Wow, Franklin. You never told me that you had a sister. I'm Denise, Franklin's housemate. And aunt, my mother's old dried up ass sister. Shut the fuck up. Yeah, shut the fuck up. Here, darling, why don't you go get yourself something nice, okay? Thank you. Is it $7? I said something nice, not expensive. You want to be a greedy fucking cow, huh? No. Now get the fuck out of here, all right? You men are all the same. Man, what the fuck you doing here? Here with the boy, the boys. What? I'm fucking new in town. I'm making friends, all right? Now let's party. Look, I had plans on getting some rest until this clown and my aunt came and fucked that up. My nigga, I just came over here to holler at you about the little thing. Man, I said I'm tired, dawg. What fucking thing? I love things. I'm the king of things. I ain't talking to you, homie. Hey, let's go do something about the thing, okay? What thing? I'm talking about the little stress thing, man. Fucking beautiful. Perfect. It's a gangbang. Let's go. Come on. Come on. Who is this for, man? What is this nigga for? Just come on. Ja, steig in den Lieferwagen. Das war wirklich ein sehr interessantes Treffen. Oh Gott, ey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der Trevor. Ja, ja. Where's this thing happening? Down Grove Street. Begib dich zur Grove Street. Und jetzt ist mal Franklin mit Trevor unterwegs. Auch mal interessant. Ja. I can drive by with the best of them. Behave yourself, man. Lamar, what's happening? What you in stress set up? We buying weight, homie. Something that'll move us up the food chain, nigga, for real. Nothing's real in this town, nigga. Particularly where you in stress concern. Man, this is an investment opportunity. You got to speculate to accumulate. Ooh! First rule of business. Hey, since we're out here banging, either you got some dust. Fool wanna get butt naked? I'll get whatever it takes me, homeboy. Homie's crazy, man. So I've heard. Ach ja, das kommt mir doch sehr bekannt vor. Wirklich sehr. Ah, da oben ist so ein Polizeihubschrauber. Na schön, dann fahren wir mal hier hin. Homie live up here. Hey, look, everybody be cool, man. Lamar about to do his thing, all right? Begib dich zum Haus. Hey, be on point, this fool, janky. Dann ziehen wir das mal ab. Courier service. Packages to collect. You got the grip? Present and accounted for. You like that, huh? Sample? Now we talking. My throat getting numb already. So we good, nigga, right? Well, let's go. How about a taste? No, man, we leaving. I want a taste of the other side of the brick. Now, you heard what your boy said, you're leaving. Hey, give me that back! Whoa. What the fuck? Did we ask for a key or a fucking ounce? Man, that's motherfucking drywall. Hey, we got some motherfucking buyer's remorse out here. You can't fucking hustle a hustler. Fuck off! Trevor hat dafür anscheinend ein gutes Näschen.
Entkomme mit Lamar und Trevor aus der Groove Street. Okay. So, wollen wir mal wieder auf Trevor wechseln? Schon wieder etwas her. Okay, nicht wundern, Leute, ich bin hier gerade etwas konzentriert auf den Kampf. So, das reicht. Okay, Franklin geht's nicht gut. So. Okay, das ist Lamar, nicht abschießen. Das erinnert mich an die guten alten GTA San Andreas Zeit mit der Gang zusammen. Also abgesehen davon, dass wir jetzt gegen eine Gang kämpfen, aber ihr wisst ja, was ich meine. Trevor. So, was haben wir noch für Waffen dabei? Ach du Scheiße, das sind aber echt verdammt viele. So, wir müssen ein bisschen auf unser Leben aufpassen. Trevor steht gerade vorne. Ah, verdammt, ich hatte damit gerechnet. Ich hätte nicht wechseln dürfen, verdammt. Ich hatte schon fast damit gerechnet. Ah, Scheiße. Okay. So, wir haben doch bestimmt auch Granaten. So. Oh, sehr schön. Sehr, sehr schön. So, Trevor. Auf die Entfernung bin ich natürlich nicht so gut dran. Ah, das ist mir irgendwie alles zu riskant. Aber eine schöne Mission, muss man sagen. Okay, Trevor. Das wollte ich jetzt gar nicht. Aber egal. Das Lama. Auch schön, dass wir hier einfach alle abknallen. Komm schon. Ah, Mann, ich muss echt besser zielen. Da ist man dann mit Trevors Fähigkeit echt schon ganz gut dran. Boah, ich muss echt aufpassen. Dass ich nicht immer so risky arbeite. Da hinten ist doch noch einer. Nee, das ist jetzt auch weg. Okay. Ach du Scheiße. Muss immer aufpassen, wenn ich rüber wechsle. Das Lama. So, ein bisschen Leben regenerieren. Zwei da vorne bei Trevor noch. Boah, Trevor geht ganz schön aufs Ganze. So.
Da ist aber noch einer, ja. Und die Sonne geht auf. Kann ich da irgendwo eine Granate hinwerfen? Lohnt sich das? Ups. So. Oh, sehr schön. Okay. Ob sich das jetzt so gelohnt hat. So. Da ist noch einer. Okay, die Bullen kommen. Ach du Scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was machen wir denn jetzt? Folge Lama, das mache ich natürlich. Ach du Scheiße, ey. Das war ganz schön übel. Wo ist Trevor? Okay, Trevor ist direkt... Wow. Ist direkt vor uns. Okay, die drehen hier anscheinend was. Okay. Da sitzt bei Trevor noch eine hinten drauf. Oh Gott. Okay, ich glaube, wir sollen jetzt einfach die Bullen abhängen. Das erinnert mich etwas an die Mission mit Michael, als wir die Tochter von dem Boot geholt haben. Okay, wir haben uns jetzt aufgesplittet. Ach du Scheiße. Aber gut. So, soll ich mich jetzt einfach an Land machen? So. Ich bin jetzt einfach mal hier an den Strand geflüchtet, in der Hoffnung, dass wir jetzt irgendwie vielleicht die Bullen loswerden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist nicht gerade hilfreich, wenn man die ganze Zeit abgeschossen wird. Ob das jetzt so gut war? Der Hubschrauber ist auf jeden Fall direkt... Oh, das sind noch mehr Bullen. Oh Gott, das ist... Nein, das ist gar nicht gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, wir sind hier in der Sackgasse. Wenn wir jetzt noch irgendeinen Wagen kriegen, dann können wir abhauen. Renn, Franklin! Renn! Ich hoffe, Lamar und Franklin... Trevor haben es soweit geschafft. Ups, da bin ich gegen mein Mikro gekommen, entschuldigt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ne, das sind sie. Also, die Bullen. Nicht gerade die, die ich jetzt unbedingt brauche.
Ja, aber wir haben schon einen guten Vorsprung. Ich gehe jetzt mal hier nach rechts und... Oh Gott. Zu viel Ausdauer verloren. Wir haben es geschafft. Oh Gott. Stadtsafari, aber gerade noch so. Ich bin gerade hingeflogen, weil meine ganze Ausdauer aufgebraucht war und deswegen, oh, da muss ich echt aufpassen. Okay. So, das ist ja gerade so nochmal gut gegangen. Gegen die eine Gang haben wir jetzt gekämpft. Schön. Heilige nochmal. So, unser Leben. Ja, jetzt könnte ich natürlich nochmal hier hingehen. Ich glaube, ruft Lamar gleich nochmal an oder Trevor, ich weiß es gar nicht. Ansonsten würde ich nochmal versuchen, das Weed zu kriegen. Hier. So. Ja. Seerennen sind jetzt verfügbar. Aha. Ich fahre jetzt nochmal zu diesem Umkreis, wo wir die illegale Drogenlieferung kriegen sollten. Aber ich weiß nicht, ob wir die jetzt hier finden. Wir gucken einfach mal, was sich ergibt. Boah, ey Leute, das war aber eben echt nicht ohne. Da bin ich ja noch mit meinen letzten Kräften davongekommen. Ich hoffe, ich finde das jetzt. Und dann könnten wir, glaube ich, danach auf... Ja. Auf Trevor wechseln. So. Okay, wow, wow. Das war knapp. Da rammt er mich weg. So, jetzt sind wir wieder im Umkreis. Nur bleibt immer noch die Frage, wo ist der Stoff? Ich nehme mal an, das ist wieder so ein Truck, den sollten wir also eigentlich erkennen. Aber sicher bin ich da natürlich nicht. Rein. Das sind irgendwelche Bauarbeiter. Aber sonst nichts Besonderes. Wenn wir in der Nähe sind, müsste uns das ja eigentlich angezeigt werden. Oh, das ist eine Katze. Oder ein kleiner Hund. Irgendwas Haariges. Nee, hier drüben. Aber das muss doch hier irgendwo sein. Ich meine, anders kann es ja nicht sein. Hier muss doch irgendwo ein Truck oder sowas rumstehen. Mit den Drogen. Versteht sich. Oh, eine Katze. Oh. Katze. You're in for a good time. Ja, ja, das kann man wieder doppeldeutig verstehen, wie alles in diesem Spiel. Was macht denn der? Hängt der hier an seinem Telefon rum? Ich verstehe ehrlich gesagt immer noch nicht, wo ich die finden soll. Also im Ernst jetzt, Leute. Es tut mir leid, aber ich habe keine Ahnung. Ja. Der sieht ja auch interessant aus. Ah, wir sind hier. Wir sind richtig. Entschuldigung. Tut mir leid, die wollen mich... Die wollen mich ja immer alle verprügeln anscheinend, wenn ich
die zu lange angucke. Hier sind wir jetzt... Wo sind wir denn jetzt genau? Ziemlich mittig. Hier ist ja jetzt anscheinend irgendwo dieser Wagen. Jetzt wurde mir doch eben irgendwas angezeigt. Jetzt ist das schon wieder weg. Ist das so eine Müllhalde oder irgendwie mit den ganzen alten Wagen? Da kann ich nichts machen. Also, wir sind hier auf jeden Fall schon mal in der Nähe. Eben wurde mir ja was auf der Karte angezeigt, aber jetzt nicht mehr. Das ist höchst ominös. Das könnte ja überall hier sein. Ich meine, wir müssen das Ding ja erkennen. Ist ja wohl nicht der Wagen hier. Den stört's anscheinend auch nicht. Hier unten irgendwas. So, kann ich eigentlich auf dieses Ding hier drauf klettern? Ah ja, Tatsache, geht sogar cool. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich weiß, ich verschwende hier wieder Zeit, weil ich die ganze Zeit nach dem... ich stehe hier... ja. Ich werde da ehrlich gesagt immer noch nicht ganz schlau draus. Es wurde mir doch eben angezeigt, dass das irgendwo hier ist. Ups, einmal runterrutschen. Der Typ ist auch weg. Nee, keine Ahnung. Okay, Leute, wir verschwinden. Hat keinen Sinn, wenn ich mir jetzt so viel Zeit lasse. Ich würde das einfach gerne wissen, weil ich werde da jetzt nicht ganz schlau draus. Vielleicht verstehe ich die Mechanik dahinter auch nicht ganz. Das kann auch sein. Aber jetzt zurzeit verstehe ich das eben nicht ganz und deswegen gehen wir einfach mal. Wenn ich hier irgendwie rauskomme. Ah, hier! Hä? Warum? Ach, Mann, ey. Ja, okay, gut, jetzt haben wir es. Das ist ein bisschen merkwürdig. Okay, egal. Gut, wir haben es. Sehr schön, da freue ich mich. Ja. Komm schon. Komm schon. Ah, verdammt.